Frische Milch und Brot allein, es so wenig zum Glücklichsein. Aber Speck und Eier, Kuchen, Leberwurst, Fisch und Braten, dazu viel Wurst, Wein und Bier und Eis und vieles mehr. Das wünschen wir uns so sehr. Das wünschen wir uns so sehr. Wollt ihr wohl machen, dass ihr in die Schule kommt? Oh, Halleluja! Noch nicht! Nur 5 Minuten noch! Ja. Aber nur noch 5 Minuten, verstanden? Ja! Ich will mal sehen, ob es was gibt. Auf, ja. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, Frau Nachbarin. Ein Brot wie üblich. Bitte sehr. Ach, Herr Bäckermeister, gibt's denn nicht mal Kuchen bei Ihnen? Lisi und Katrin haben solchen Appetit darauf. Kuchen, aber liebe Frau, Kuchen, denn ist da nicht einmal unser guter Herr König. Außer an den Festtagen natürlich. Da hört ihr's, Lisi und Katrin. Nicht einmal der König isst an Wochentagen so etwas Feines. Der arme König. Ach, ich esse sowieso lieber eine Wurst. Naja, Lisi und Karl, unser Königreich ist eben arm. Aber vielleicht bessern sich die Zeiten bald, dann gibt's auch wieder Kuchen. Auf Wiedersehen, Meister. Auf Wiedersehen, gute Frau. Beehren Sie mich bald wieder. Die Schule beginnt. Komm, Karlchen. Und vergiss nicht, bitte eine Wurst für mich mit viel Senf. Für mich auch. Guten Morgen, Herr Fleischermeister. Tag. Sie wünschen? Ich hätte gern etwas Wurst vielleicht für die Kinder. Wurst? Sehen Sie hier vielleicht Wurst? Nur ein paar Knochen. Weiter nichts aus Heringe. Nicht mal ein Zipfelchen von Wurst. Es war ja nur eine Frage. Entschuldigen Sie, Meister. Ha, schöner Fleischermeister, der nichts als Heringe schlachtet. Es wird schon besser werden. Es kann doch nicht jedes Jahr eine schlechte Ernte geben. Unsinn. Wie kann es denn besser werden, wenn der König nichts tut für sein Land? Aber Meister, der König ist doch so gut. Ach, was tut er denn, der gute König? Nichts, nur reden und beraten. Aber mit schlechten Ratgebern beraten. Ach, wenn ich diesen Herrn Hofminister Schnorr schon sehe. Aber so geht's nicht weiter. Der König sollte lieber einen reichen Bräutigam für die Prinzessin suchen. Dann käme gleich Geld ins Land. Minister, pst, der Herr Minister. Ah, der Herr Schnorr. Habe die Ehre, Herr Minister. Schon gut, Meister. Wie steht's? Alles in Ordnung? Bestens. Wie ihr seht, bestens, Herr Minister. Hm. Ihr meint also, dass die Prinzessin heiraten sollte, damit Geld ins Land kommt? Jawohl. Damit wäre uns allen geholfen. Naja. Die Prinzessin ist zwar noch sehr jung, aber einmal muss eben Schluss sein mit Puppen und Ballspielen. Aber Dulli, du musst den Ball doch zurückschlagen. Jetzt soll ich es dir denn noch erklären? Oh, Prinzessin, das ist ein abscheuliches Spiel. Wieso denn? Das ist mein Lieblingsspiel. So. Aber Prinzessin. Achtung, Dulli. Aufgepasst. Schnorr, gibt's bald was Gutes zu essen? Ich habe großen Hunger. Selbstverständlich, Majestät. Wieder per Kartoffel. Tja, leider, Majestät. Aber Hunger ist der beste Koch. Ja, stimmt. Unsere Vorratsschränke sind leer. Du hast recht. Vielleicht einen schönen Hering dazu? Auch das noch. Gibt's denn nicht mal was anderes? Bedauere, Majestät. Zurzeit absolut nichts. Unser Königreich irgendwo ist leider sehr arm geworden. Ja, leider arm. Aber was soll ich denn bloß tun, damit es wieder besser wird? Wie wäre es mit höheren Steuern? Mit höheren Steuern? Nein, das kann ich meinen armen Untertanen nicht zumuten. Dann gibt's nur eins, Majestät. Die Prinzessin muss einen reichen Prinzen heiraten. Reich heiraten? Dann ist die Not gleich zu Ende. Aber meine kleine Tochter ist doch noch viel zu jung zum Heiraten. Jung gefreit hat noch niemand gerollt. Aber woher sollen wir denn einen reichen Prinzen nehmen? Das wird uns bestimmt unser kluger, hofgelehrter Astropolex sagen können. Soll ich ihn zu einer Beratung bestellen? Meinetwegen. Du hast recht. Achtung, Prinzessin! Aufgepasst! Ja. Los! Aber Dulli, was machst du denn? Wir spielen Federball, Majestät. Aber doch nicht mit meiner Krone. Oh, Verzeihung, Majestät. Nicht böse sein, Papa. Wir sind so vergnügt. Ja. Was ist denn, Papa? Hast du Sorgen? Ja, mein Kind, große Sorgen. Ach, wie schade. Gerade wollte ich dich um etwas bitten. Ja, verzeih, ich habe jetzt leider wenig Zeit. Wir haben sehr wichtige Staatsgeschäfte zu beraten.
Aber Papa, immer gehen dir deine Geschäfte vor. Na, was willst du denn, Liebling? Ich möchte endlich ein neues Kleid haben, Papa. Dieses hat mir Dulli vor 2 Jahren genäht. Es ist mir schon viel zu kurz. Ja, das sehe ich. Aber es geht wirklich nicht. Unser Land ist arm und wir müssen sehr sparsam sein. Aber Papa, ich bin doch immer so sparsam und bescheiden. Ja, das bist du wirklich, mein Kind. Aber gedulde dich noch ein bisschen. Ich werde alles mit meinen Ratgebern besprechen. Immer nur sparen. Hole unseren gelehrten Astropolex zur Beratung. Wer stört mich? Ich bin's, Schnau. Was ist los? Seine Majestät der König lässt den Herrn Hofgelehrten Astropolex zu einer Beratung bitten. Und was soll beraten werden? Die Finanzlage, wie immer. Ich komme. Oh, das Schild. Meine Füße. Ah. Ah. Ja, kommt schon herein. Zu euren Diensten, Majestät. Meine Füße tun mir so weh, bitte. So, bitte. Danke. Und mein Kopf. Ich habe solche Sorgen. Astropolex, du musst mir einen weisen Rat geben, wie wir aus dieser Not herauskommen können. Ja, das ist wichtig. Ich werde das Buch der Weisheit befragen, Majestät. Not, Not heraus. Heirat. Ausweg, Hilfe, Heirat. Hier steht es, Majestät. Heiraten. Unsere Prinzessin muss heiraten. Ach. Gibt's denn keine andere Möglichkeit? Lieber will ich noch sparsamer leben. Majestät, noch sparsamer? Unmöglich. Ja, also Geld brauchen wir. Ja. Aber wen soll sie heiraten? Wen heiraten? Hier haben wir es, Majestät. Wie wäre es mit dem König von Persipanien? Er soll sehr reich sein und hat keine Frau. Ausgezeichnet. Ja? Mhm. Also gut, Astropolex, dann schreib einen Brief in meinem Namen an den König von Persipanien. Es wird geschehen, wie er befiehlt, Majestät. Ich möchte meinen Papa sprechen. Hier ist eine geheime Staatssitzung. Ich dachte, ihr seid schon längst fertig. Nun, Papa, bekomme ich mein neues Kleid? Nein, das heißt, hör mal zu, mein Kind. Liebling, du sollst den König von Persipanien heiraten. Ich? Hm? Heiraten? Dann sind wir alle sorgenlos. Und du bekommst so viele Kleider, wie du willst. Das ist doch nicht dein Ernst, Papa. Ja, was sollen wir denn tun? Oder weißt du einen anderen Rat? Hier steht es, Prinzessin. Im Buch der Weisheit. Ich denke nicht daran zu heiraten. Bloß weil es in dem dummen Buch steht. Aber Liebling, so warte doch. Ich werde sogleich den Brautbrief aufsetzen, Majestät. Ach, mein armer Kopf, mein armes Herz. Und diese schrecklichen Sorgen. Kann mir denn niemand helfen? Oh, 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 oh. Soll ich den Doktor holen, Majestät? Ja, hol den Doktor. Oh. Ich werde auch gleich den Brautbrief zum König von Persipanien befördern. Macht, was ihr wollt. Mir ist schon alles egal. Was gibt's denn? Was ist denn da zu lachen? Das soll doch mal hinfallen, nicht? Ist doch nicht zu glauben. Weg da! Hallo?
Hallo, Doktor. Gut, dass ich euch noch antreffe. Na, was gibt's denn? Ist jemand krank im Schloss? Ja, leider. Der König selbst. Der ist sogar sehr krank. Ihr müsst sogleich zu ihm kommen. Ach, was fehlt ihm denn? Ihm tun die Füße weh. Die Füße? Ja, die Füße. Und der Kopf. Der Kopf auch? Und dann hat er noch furchtbare Bauchschmerzen. Furchtbare Bauchschmerzen? Das ist ja entsetzlich. Ich komme sofort. Ich muss noch weiter. Ich habe nämlich einen geheimen Staatsauftrag zu erledigen. Geheimen Staatsauftrag? Mhm. Ich war als Bauwerber zum König von Persipanien. Mhm. Das nennt der geheim, der Schwätzer. Kinder, na, wie geht's euch denn? Ist jemand krank von euch? Nein, wir sind alle gesund. Na, umso besser. Ich muss nämlich rasch zum König hin. Auf Wiedersehen, ein anderer. Was gibt's, Mufu? Ein Abgesandter des Königs von irgendwo, Hoheit. Von irgendwo? Bring ihn hinein. Hoheit, lassen bitten. Was ist euer Begehr? Ich komme als Brautwerber und Gesandter des Königs von irgendwo. Irgendwo, König von Persipanien, Frisur und Prinzessin. Ist sie denn schon eine Prinzessin? Ganz außerordentlich hübsch, königliche Hoheit. Und ist sie auch jung? Majestät, so jung wie der Frühling. Sehr gut. Und ist sie auch reich? Reich? Naja, nicht gerade reich, aber exquisit. Ich heirate nur reiche Prinzessin. Ihr müsst uns einmal besuchen, königliche Hoheit. Ihr werdet bestimmt entzückt sein von unserer Prinzessin und von dem außerordentlich reizvollen Königreich irgendwo. Nur sehr, sehr reiche Prinzessin, sonst nicht. Mein König wird euren Entschluss sehr bedauern, Majestät. Geh! So, noch einmal tief atmen, bitte. Gut, danke. Kein Grund zur Besorgnis. Es fehlt eurer Majestät doch nicht das Allergeringste. Ich bin aber krank. Oh, 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 ich habe solche Sorgen. Mir ist ganz schlecht, vor lauter Sorgen. Majestät, Sorgen hat jeder, das ist keine Krankheit. Ich will aber keine Medizin. Majestät, nehmt dreimal täglich von dieser köstlichen Kräutermedizin. Sie ist zwar etwas bitter, hilft aber gegen alle Krankheiten. Unglaublich. Unerhört. Unglaublich. Unerhört. Auf Wiedersehen, Majestät. Und wohl bekommst. Das nennt er eine köstliche Medizin. Dreimal täglich, Majestät. Nicht vergessen. Wenn ich nur schlafen könnte. Ich werde heute Nacht bestimmt kein Auge zumachen. Du denn nicht? Schau! Schau, komm doch endlich! Schau! Schau, schau, schau! Ja, so einen Schlaf wie du möchte ich auch mal haben. Hallo? Hallo? Wer will denn hier noch mitten in der Nacht ins Königsschloss? Oh. Bitte, Herr König, lasst mich ein. Ich bitte euch sehr. Ein Mädchen, ein bitte schön, das Mädchen. Ja, ja, einen Augenblick. Ich komme gleich. Danke, danke. Bist du aber nass geworden?
Erlaubt ihr, dass ich eintrete, Herr König? Natürlich, mein Kind, komm nur herein. Ach, du armes, armes Kind, nein, sowas. Du zitterst ja vor Kälte. Geh, leg deinen nassen Mantel ab. Aber Kind, wie ist das nur möglich? Du bist ja völlig durchnässt. Oh ja, mir ist sehr kalt. Oh, warte, da habe ich eine köstliche Kräutermedizin. Die ist zwar sehr bitter, aber sie hilft gegen alle Krankheiten. Ja? Ja. Hast du etwa Angst vor dem Gewitter? Ja, ich fürchte mich etwas. Aber man darf sich doch nicht fürchten. Warte, ich hole dir etwas zum Anziehen. Ausgerutscht, nicht wahr, mein Kind? Hier, das wird dich schön wärmen. So. Danke. Aber ich habe auch Hunger. Ich komme von weit her und nirgends habe ich etwas zu essen bekommen. Ach du liebe Zeit. Na, hoffentlich finden wir noch etwas. So, komm, mein liebes Kind. Na, hier ist es doch schön warm. Geh zum Herd und wärme dich. Danke, Herr König, danke. So, nun wollen wir doch mal sehen, ob wir nicht doch noch etwas Schönes für dich finden. Nichts. Nichts. Rein gar nichts. Tja. Nicht einmal ein saurer Hering ist mehr da. Ach, hier ist Milch. Schöne, süße Milch. Na, warte mal, pass mal auf. Die wird dir gut tun. Gleich wird sie warm sein, mein Kind. So. Ja. Ja. Es ist nämlich meine Frühstücksmilch, weißt du? Ja. Ihr seid sehr gut zu mir, Herr König. Oh, bitte. So, bitte. Tut das gut. Die Milch schmeckt wundervoll. Das freut mich sehr. Und nun will ich euch aber auch etwas schenken. Aber. Ja, zum Dank für eure Güte. Ihr wart der einzige Menschen irgendwo, der mir geöffnet hat. So. Hier, diesen silbernen Knopf. Das ist aber lieb. Den kann ich ja großartig gebrauchen für meinen Schlafrock. Ich werde ihn gleich annehmen. Bitte. Aber ihr müsst wissen, dass es ein richtiger Zauberknopf ist. Zauberknopf? So. Ja. Wenn ihr darauf drückt, könnt ihr die feinsten Leckerbissen herbeiwünschen. Und alles wird sofort zur Stelle sein. Ein Zauberknopf? So etwas gibt es ja gar nicht. Wie kommst du nur darauf? Mädchen, wer bist du eigentlich? Wer ich bin, tut nichts zur Sache. Meine Mutter ist eine mächtige Fee. Und diesen Knopf soll ich denjenigen geben, der mir Gastfreundschaft gewährt. Einem Menschen, der nicht nur an sich selbst denkt. Und das seid ihr, Herr König. Das ist doch selbstverständlich. Ich bitte dich. Ich habe bei vielen angeklopft, aber niemand hat mir geöffnet bei diesem Wetter. Herr König, hütet diesen kostbaren Knopf und benutzt ihn mit Verstand und Geschick. Achtet auch darauf, dass ihr ihn nicht verliert. Und nun, guter König, lebt wohl. Mädchen, du fantasierst. Du hast ja Fieber. Du hast dich bestimmt erkältet bei diesem Wetter. Du musst sofort ins Bett. Nein, nein, ich muss wieder zurück zu meiner Mutter. Ihr habt ja jetzt den Zauberknopf, aber missbraucht ihn nicht. Schatz, das ist doch nicht möglich. Hab ich denn geträumt? Ob der wirklich zaubert? Ich wünsche, dass der Vorratsschrank sofort gefüllt ist mit den feinsten Leckerbissen. Liebe Zeit. Stimmt. Es stimmt. Der Zauberknopf funktioniert wirklich. Mmh. Ach, köstlich. Ah, wunderbar. Jetzt brauchen wir keine Not mehr zu leiden im Königreich irgendwo. Wunderbar. Und was geschah dann, Majestät? Ja, dann war die Fee verschwunden, wie durch Zauberei. Was sagt ihr dazu? Majestät, das ist mir trotz meiner Klugheit unverständlich. Es ist wie ein Wunder, Majestät. Nein, es ist ein richtiges, richtiges Wunder. Ja, jetzt ist vorbei mit Pellkartoffeln und Hering. Jetzt gibt's nur noch lauter piekfeine Sachen. Und ihr sollt daran teilhaben. Also passt einmal auf, wenn ich jetzt auf diesen Zauberknopf drücke. Dann, ja. Was soll ich denn überhaupt zaubern? Was wünscht ihr euch denn? Konfekt. Hm. Ich esse am liebsten Konfekt. Also gut, ich wünsche eine große Schüssel voll Konfekt.
Aber wie... Oh. Bloß eine und ich? Meinetwegen noch zwei oder gleich drei. Ah. Na, was sagt ihr nun? Dieses wird uns wohlgedeihen. Und jetzt weg mit dem Konfekt. Oh. Oh, bitte, bitte, Majestät, noch ein bisschen Konfekt. Kleinigkeit, sechs Schalen Konfekt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ah, jetzt geht's uns gut, Majestät. Ja. Aber warum es uns gut geht, das muss ein Geheimnis bleiben. Niemand darf etwas von dem Zauberknopf erfahren. Habt ihr verstanden? Ja. Jawohl, Majestät. Jawohl, Majestät. Aber ihr müsst schwören. Hier auf meinem Zauberknopf müsst ihr schwören, dass ihr keine Menschen etwas von dem Geheimnis verraten wollt. Wir schwören. Ausgezeichnet. Aber jetzt, weil es uns gut geht, sollen alle Leute in meinem Lande auch etwas Gutes bekommen. Muss das sein, Majestät? Ja. Sofort soll auf allen Tischen im Lande irgendwo ein Frühstück stehen mit Milchkaffee, Zucker und Kuchen. Ein Kuchen? Ein richtiger Kuchen? Wo kommt der denn bloß her? Lisi, Karlchen, kommt doch mal! Oh, Mutti, ist das schön! Das ist ja wie am Geburtstag! Hast du den Kuchen gebacken, Mutter? Nein, ganz plötzlich stand er da. Ich verstehe es auch nicht. Vielleicht hat ihn uns der Bäckermeister geschickt. Aber da ist ja auch so gut der Kaffee, Milch und Zucker. Komisch. Hm, das schmeckt aber. So was Feines hatte ich schon lange nicht mehr bei uns gegeben. Ein Stück Wurst wäre mir lieber. Aber Junge, das ist doch ein herrliches Frühstück. Also ich möchte bloß wissen, wieso der Bäckermeister ausgerechnet uns einen Kuchen spendiert hat. Die Leute haben alle Kuchen und keiner weiß woher. Na, das ist doch... Seit wann gibt's denn sowas? Wir gehen auf die Straße, vielleicht hören wir da was. Oh ja, das wird spannend. Ihr habt auch welche? Alle haben Kuchen. Von wem mag der Kuchen nur sein? Da zerbreche ich mir auch schon den Kopf. Vielleicht ist er vom Bäckermeister. Aber der hat doch gar keine Zutaten. Oder vielleicht vom König. Na klar, von wem soll er denn sonst sein? Woher weißt du das denn? Wir denken jetzt uns ihrem Ball doch unser König zugute. Vielleicht ist er auch von der Prinzessin. Ja. Guten Morgen, Prinzesschen. Guten Morgen, Dulli. Komm frühstücken, Prinzesschen. Heute gibt's eine Überraschung. Ach, was Überraschung. Die Scheibe Trockenbrot kann ich auch später essen. Hm, ihr werdet staunen. Was redest du da für Unsinn, Dulli? Na, ist das vielleicht keine Überraschung? Ein Kuchen? Wie hast du denn das fertig gebracht? Es stand schon alles fix und fertig auf dem Tablett, als ich in die Küche kam. Merkwürdig. Ja, und der ganze Vorratsschrank ist voll von den herrlichsten Sachen. Hm, Dulli. Das schmeckt. Komm, du musst auch von dem guten Kuchen essen. Nein, danke. Ich habe schon gefrühstückt. Es gab heute für alle Kaffee und Kuchen. Ja, das kann doch nur von Papa sein. Aber er hatte doch gestern noch so große Sorgen. Das ist mir unbegreiflich. Ja, unbegreiflich. Unser Bäckermeister hat noch nie so guten Kuchen gebacken. Aber Leute, wie kommt ihr denn bloß darauf, dass der Kuchen ausgerechnet von mir sein soll? Ich habe mit Zucker noch Rosinen zum Kuchen backen. Wo soll er denn aber her sein? Ist die reinste Hexerei? Vielleicht ist der Kuchen vom Himmel gefallen. Ist das schließlich auch egal. Hauptsache, der Kuchen schmeckt. Ja. Wenn der Kuchen aber nicht vom Himmel gefallen ist, muss er doch vom Bäcker sein. Er ist aber nicht von mir. So glaubt mir doch endlich der Kuchen. Der Kuchen ist doch vom König. Nein. Vom König? Natürlich, das kann doch möglich. Na klar, von wem soll er denn sonst sein? Also bitte, hört ihr's ja. Kommt, Leute, wir können ja den König selbst fragen. Papa, so wach doch endlich auf. Ach, ist ja mein Kind. Wo kommt der Kuchen her? Und die vielen Leckerbissen? Die Leckerbissen? Ah, so, ja, natürlich. Die Leckerbissen. Psst. Ja, nichts verraten. Ja, mein Kind, die Leckerbissen sind eben lecker, weil... Weil Leckerbissen eben lecker sind. Ja. Ach, Kind, ich kann meine Pantoffel nicht finden. Da. Danke. Papa, ich verstehe das nicht. Gestern sagtest du noch, wir wären so furchtbar arm. Und heute liegt bei uns das Konfekt sogar schon auf dem Fußboden herum. Was ist denn da für ein Lärm? Ich gehe mal nachsehen, ja? Ja, bitte. Mein Liebling, möchtest du nicht mal probieren? Nein. Erst musst du mir sagen, woher das alles kommt. Majestät, eine große Menschenmenge ist vor dem Schloss. Majestät, müssen sich dem Volke zeigen. Natürlich muss ich mich dem Volke zeigen. Es nehmen unser Liebe!
völlig. Das Volk von irgendwo lässt fragen, ob der schöne Kuchen von euch ist. Ja! Er ist von mir. Meine lieben Untertanen, ihr seid immer sehr brav gewesen. Und dafür habe ich euch alle mit einem guten Frühstück belohnt. Danke, liebe Untertanen! Und ihr sollt von jetzt ab immer ein gutes Frühstück bekommen. Bitte, jawohl, lieber Herr König. Das Volk lässt bitten, ob wir nicht auch mal ein gutes Mittagessen. Fleisch und Wurst möchten wir mal haben. Ja, 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 liebe Leute. Ihr werdet auch ein erstklassiges Mittagessen bekommen. Sagen wir Schweinebraten mit Klößen. Und von jetzt ab, das verspreche ich euch, werdet ihr immer satt zu essen haben. Ja. Ich selbst aber will euretwegen bescheiden bleiben und immer nur diesen alten Schlafrock tragen. Wir danken unserem guten König. Es lebe unser Herr König von irgendwo. Oh! 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 Nun, meine lieben Untertanen, geht schön nach Hause. Ihr werdet alles vorfinden, was ihr euch wünscht. Was hast du denn eigentlich? Du drückst dir immer zu auf deinen Bauch. Ja, mein Bauch. Majestät drückt auf seinen königlichen Bauch, weil Majestät Bauchweh hat. Bauchweh? Oh, wie schrecklich. Ja, ganz furchtbares Bauchweh. Ach, du Armste. Ich werde dir eine Kanne Kräutertee kochen. Ja, tu das, mein Kind. Die Prinzessin hat wirklich geglaubt, dass ihr Bauchweh habt. Oh Mann, hätte sie mein Geheimnis erraten. Na, da seid ihr ja endlich. Herrlich. Oh, fein. Mir zuerst. Nein, mir. Psst. Immer der Reihe nach. Ist ja so es ist ja genug viel. Da. Oh. Opa, gib mal dein Köller. Danke. So gut hat es mir in meinem ganzen Leben noch nicht geschmeckt. Dass wir es über Nacht plötzlich so gut haben. Ja, unser König, der sorgt eben für sein Volk. Schnarchen, gib mir mal das Fernglas. Viel Futter, aber. Ah, das sollen sie ja. Und dem Fleischermeister scheint das Fleisch auch besser zu schmecken als ein Hering. Das war ein Schmaus heute. So gut haben wir es schon lange nicht mehr gehabt. Aber mein Laden, der müsste auch mal wieder von Fleisch und Wurst sein. Dafür müsste der König sorgen. Komm. Bitte. So. So, hier ist der Tee. Was? Mohrenköpfe isst du? Aber Papa, ich denke, du hast Bauchschmerzen. Ich, ja, richtig, ich habe schreckliches Bauchschmerzen. Und darum musst du 1000 Gülden Kräutertee trinken. Oh, ich darf bitte. Ja. Oh Gott, ich armer König. Das habe ich nur. Schweinebraten mit Konfekt, Majestät. Wie ist das überhaupt möglich, Papa? Das ist möglich, mein Kind, weil ich eben der König bin. Ja, ich bin eben tüchtig. Aber leider auch sehr naschhaft. Bitter, bitter, Majestät. Stopp, bitte. Na und? Dann wünsche ich mir eben statt dieses bitteren Tees einen guten Süßwein. Wunderbar. Und wir, Majestät? Und wir? Ja, natürlich, ihr auch. Die Karaffe und die Gläser sollen sich mit Wein füllen. Also, Prosit. Prosit, Prosit. Ich habe einen Einfall. Aus dem Marktbrunnen soll von jetzt ab immer roter Wein statt Wasser fließen. Und Limonade für die Kinder. Also das muss ich sehen. Gib doch mal her. Heißt denn das wirklich? Das ist doch... Oh! Nein, vollzieglicher Wein. Das ist ja... Kinder, sehen doch, Limonade. Grüne Limonade. Und sie gehört Nein.
Schnau, sieh dir das an. Die Leute sind ja ganz aus dem Häuschen vor lauter Freude. Ausgezeichnet, Majestät. Phänomenal. Ja, aber es soll noch viel besser werden im Lande irgendwo. Es soll wie im richtigen Schlaraffenland werden. Daram, dam, dam, daram, daram, dam, 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 daram, dam. In unserem Lande irgendwo wird's nun schön wie nirgendwo. Unser Land, das bisher als arm bekannt, wird nun ein Schlaraffenland. Wird nun ein Schlaraffenland. Drum soll nicht mehr aus hartem Stein unser städtischer Brunnen sein, sondern aus Marzipan so süß und fein soll nun unser Brunnen sein. Soll nun unser Brunnen sein. Aus dem der Wein fließt für den Durst, Eisenkette sei aus Wurst. Als Pfosten soll sogleich ein Schinken wachsen. Dazu an jeder Ecke fette Schweinehaxen. An allen Bäumen wachsen Apfelsinen. Vor jedem Fenster Pudding mit Rosinen. Des Malers Farben topfelt sich mit Mayonnaise. Des Müllers Mühlrad wird ein riesengroßer Käse. Die Gartenzäune sind ab heute aus Schokolade. Der Maurer rührt statt Mörtel plötzlich Marmelade. Marmelade. Statt bunter Blumen wachsen Kuchen und auch Torten. Garniert mit Mandeln, mit süßer Sahne und bunten Früchten aller Sorten. Lande irgendwo ist's nun schön wie nirgendwo. Unser Land, das bisher als arm bekannt, ist nun ein Schlaraffenland. Ist nun ein Schlaraffenland. Majestät, ihr habt ein vollkommenes Schlaraffenland geschaffen. Das Schlaraffenland ist aber sehr kostbar. Es müsste unbedingt geschützt werden, Majestät. Sehr weise, Astropolex. Aber wie? Wir wollen sogleich beraten, wie wir unser schönes Schlaraffenland vor allen Feinden und Eindringlingen bewahren können. Was soll denn das sein, Mufu? Warum störst du mich? Mufu bringt wichtige Nachricht. Also, was ist los? Königreich irgendwo weg. Unsinn. Doch, ganz weg. Weg? Ja, weg. Aber dafür jetzt schönes Schlaraffenland mit viel gutem Essen und viel faul sein. Ja. Ist das wahr, Mufu? Ja, ganz wahr. Beim Barte des Propheten. Pantoffel! So. Jetzt werde ich heiraten, Prinzessin. Ein Schlaraffenland habe ich mir schon immer gewünscht. Pack ein die schönsten Gewänder als Brautgeschenk. Los, wir reisen ins Schlaraffenland. Unmöglich, Hoheit, geht nicht. Geht nicht, warum? Komme ihm von Grenze.
großes Milchreisgebirge um Schlaraffenland. Niemand rein können. Milchreisgebirge, ach was. Du wirst sehen, dass ich in Schlaraffenland hineinkomme. Ich will ihn besitzen. Jawohl, das will ich. Und wenn ich was auffressen, der ganze Milchreis. So, Schlumps, jetzt geht's nach irgendwo. Komm, komm, hopp. Du meine Güte, was ist denn hier passiert? Das ist doch gar nicht möglich. Hier ist ja plötzlich ein Gebirge. Und noch dazu aus Milchreis. Also was? Wie komme ich jetzt nur nach irgendwo? Unmöglich. Was werden nur meine Patienten machen, wenn ich nicht komme? Nun nehmt mal das alte Schild da weg. Hier ist jetzt das Schlaraffenland. Ordnung muss sein. Los! Schild wegnehmen! Was seid ihr bloß faul geworden? Naja, das kommt vom vielen guten Essen. Wir wären ja schön dumm, wenn wir uns anstrengen würden. Der gute König gibt uns ja genug zu futtern. Ja, das stimmt. Na, endlich! Bravo! Du bist viel zu dick, Papa. Nun habe ich deinen alten, scheußlichen Schlafrock schon wieder weitermachen müssen. Du brauchst dringend einen neuen. Nein, nein, Kind. Mein Volk liegt mich noch so in diesem schlichten Schlafrock. Ach, nimm mir doch gleich mal wieder diesen Knopf fest. Oh. Der sitzt aber ganz fest, Papa. Dann nimm ihn noch fester. Nein. Immer schön festnähen, Prinzessin. Aber, Papachen, dann schenke mir doch wenigstens ein neues Kleid. Nein, mein Kind. Als Tochter eines bescheidenen Königs musst du ebenfalls bescheiden sein. Das heißt, Schokolade oder ähnliche Sachen kannst du natürlich essen, so viel du willst. Ich mag aber nicht so viel essen und so dick werden wie ihr alle. Aber ein neues Kleid brauche ich wirklich ganz dringend, Papa. Im Schlaraffenland gibt's nur Schokolade. Kauft euch doch dafür ein neues Kleid. Ich brauche eure Ratschläge nicht. Dauernd nur Süßigkeiten und Schokolade. Niemand arbeitet mehr im ganzen Land. Alle sind faul und dick. Ach, ach, Papa, was hast du dir nur für schlechte Ratgeber ausgesucht? Aber das ist doch... Also, Majestät, die Prinzessin gefällt mir gar nicht in letzter Zeit. An allem hat sie etwas auszusetzen. Ich habe mir auch schon Gedanken gemacht, Schnorr, ob das wirklich alles gut ist. Ich meine hier unser Schlaraffenleben. Aber Majestät... Hoffentlich nimmt das nicht alles mal ein böses Ende. Was sagen denn die Leute? Oh, das Volk liebt euch und ist dankbar für das wunderschöne Schlaraffenleben. Es ist ja alles so langweilig. Was, schon wieder Gänsebraten? Sag's dem König, wenn du ihn nicht magst. Kommt essen, Kinder. Ich will nicht essen. Ich hab keinen Hunger. Hast du was zu trinken für mich, Mutti? Ist ja auch wahr. Alle Tage Gänsebraten. Ja. Der König meint es fast zu gut mit uns. Ach, alles hab ich über. Ich möchte mal wieder richtig spielen, so wie früher. Aber mein Bauch tut so weh. Und ich habe Zahnschmerzen. Der Doktor soll endlich kommen und mir helfen. Mir auch.
Ach, quäl doch nicht dauernd, Kinder. Der Doktor kann doch nun mal nicht kommen. Das dauernde Nichtstun macht müde. Räum mir bitte den Tisch ab, Dulli. Ich esse ja doch nichts davon. Ihr solltet aber lieber essen, anstatt zu nähen. Und noch dazu ein Kleid aus unserem guten Vorhang. Ich mag aber nicht so viel essen wie ihr alle. Weißt du, wie es im richtigen Schlaraffenland war? Na sicher, sehr schön. Ich werde es dir mal vorlesen. Gib mir mal bitte das Buch. So, hier ist es. Pass mal auf. Die Faulenzer und Tagediebe werden reich, die Fleißigen aber arm. Die Lügner stehen in großen Ehren und die Grobianer nehmen die höchsten Stellen im Lande ein. Wer aber klug ist, der wird verlacht und aus dem Lande verwiesen. Alle klugen Leute gehen darum nicht nach Schlaraffenland. Es fühlen sich dort nur die Faulen wohl. Diese aber mögen Schlaraffenland suchen. Es liegt 3 Meilen hinter Weihnachten. 3 Meilen hinter Weihnachten? Hm? So, jetzt weißt du, warum ich gegen das Schlaraffenland bin. So spät. Ach, immer diese Störung am frühen Morgen. Ich bin ja noch so müde. Hallo? Ja, hier König vom Schlaraffenland. Wer dort? Hier Astropollex, Majestät. Heute ist von 8 bis 9 Uhr wie immer Knopfdrücken angesetzt. Ach. Gott, richtig, das habe ich ganz vergessen. Höchste Zeit, Majestät. Es ist bereits 8:05. Ja, was soll ich denn eigentlich zaubern, Astropolex? Es gibt ja fast nichts mehr. Doch, doch, Majestät. Ihr müsst einen Milchteich zaubern. Und Zuckerschnee kommt auch noch dran. Das ist alles für heute Vormittag, Majestät. Ja, Ende. Ende. Und nun wünsche ich für meine lieben kleinen Schlaraffen einen, sagen wir, mittelgroßen Milchteich. Milchteich! Milchteich! Und ringsherum sollen Eisbecher stehen wie hübsche Blumen. Da! Ein Teich! Sieht aus wie Milch! Das ist richtige Milch. Was soll denn das bedeuten? Ich weiß nicht, ich hätte es bestellt. Hans, guck doch mal. Ein neuer Teich und ganz und gar Milch. Willst du nicht mal probieren? Schmeckt sehr gut. Ich hab keinen Durst. Da stehen ja Eisbecher. Wo? Na da. Los, her damit. Hier. Danke. Endlich mal was anderes. Den nehme ich mir mit in die Schule. Ja, ist schön kalt. So schön ist das. Da. Und nun kommt etwas Wunderbares für alle großen und kleinen Schlaraffen. Dulli, du spionierst doch nicht etwa. Och, doch nur so ein bisschen. Sch, der König, der zaubert gerade. Er drückt auf seinen silbernen Knopf und dann geschieht alles, was er wünscht. Das muss ich sehen. Ja. Lass mich mal. Und jetzt wünsche ich, dass Zuckerschnee vom Himmel fällt. Es schneit ja, mitten im Sommer. Das ist doch nicht möglich. Doch, doch, richtiger Schnee. Och, der Schnee ist ja süß. Zuckersüß, ist das nicht herrlich? Ja, Zuckerschnee lasse ich mir gefallen. Na, das hat uns gerade noch gefehlt. Ganz recht. Man wird ja ganz klebrig von dem Zeug. Meine Haare, die kleben wie Leim. Wie soll ich die bloß wieder sauber kriegen? So eine Schmirage. Du musst nicht immer unzufrieden sein. Der König hat es doch sicherlich gut gemeint. Ach, was gut gemeint. Und dann hört sich das. Man verdirbt sich seine Kleider und hat kein Geld, um sich was Neues zu kaufen. Ja, da müsste es regnen. Der Herr Polizeirat schnurrt! Was ist denn hier los? Was soll der Lärm? Wenn es aber auch Zucker regnet. Und alles wird klebrig. Man verdirbt sich ja die Sachen. Neue gibt's keine. Der König sollte nicht nur immer Essbares zaubern. Herr Polizeirat,
Man lässt sich ja schon viel gefallen. Aber was zu viel ist, ist zu viel. Ja. So. Sag mal, ihr wisst wohl gar nicht, wie gut ihr es habt. Ihr könnt so ein herrliches, faules Schlaraffenleben führen und dann krakeelt ihr noch. Und alles wird schmutzig. Ist doch meine ganzen Kleider sind verdorben. Ja. Womit soll ich denn arbeiten? Ja. Aber. Der König wünscht, dass niemand mehr arbeitet in unserem Land. Oh. Ganz egal, ob groß oder klein. Die Schule ist wegen Faulheit geschlossen. Der König. Na wunderbar. Endlich. Sollen wir vielleicht dumm bleiben? Ach Quatsch, sei doch froh, dass du nicht zu lahm brauchst. Aber ich bin immer gerne in die Schule gegangen. Ich bin's wohl, was? Der Lehrer! Was ist denn hier los? Die Schule ist wegen Faulheit geschlossen. Das ist doch nicht möglich. Eine Schule kann doch nicht einfach geschlossen werden. Nein, wir sind auch nicht einverstanden. Warum denn nicht? Die Erwachsenen arbeiten doch auch nicht. Wir haben doch genug zu essen. Immer nur essen. Und wenn du mal ein Buch lesen willst? Junge, vom Essen allein kann der Mensch nicht leben. Nicht nur der Bauch, dein Kopf braucht auch was zum Essen. Deshalb müsst ihr lernen. Ja, aber wenn es der König doch verboten hat? Ja, der König hat leider schlechte Ratgeber. Und wir müssen gehorchen. Also geht jetzt nach Hause, Kinder. Ich werde mir überlegen, was man gegen das Verbot tun kann. Nun haben wir gar nichts mehr. Nicht mal mehr tun. Und spielen können wir auch schon lange nicht mehr richtig. Das Schlaraffenland ist an allem schuld. Quatsch. Wenn es doch bloß wieder so wäre wie früher. Quatsch, durch Reden erreichen wir nichts. Wir müssen was tun. Ja, Hans hat recht. Aber was wollen wir tun? Ich weiß, der Doktor muss uns helfen. Ja, der Doktor. Gute Idee. Aber der kommt doch nicht mehr zu uns. Ach so? Ja. Dann müssen wir ihn eben holen. Und das Milchreisgebirge? Ach was, dann müssen wir rüber. Ja. Na klar, los, komm. Was ist denn da passiert? Los, kommt! Hier müssen wir rüber! Ich stettere zuerst rein! Lass mich! Wenn das gut geht, dann das Leben und die Zocken. Hier geht es auch durch! Hast du den Weg getan? Oh, die Hose! Ich glaube, so schaffen wir es nicht. Ja. Also möglich, da drüber zu kommen. Ja, der Milchreis ist viel zu glatt. Dieses dämliche Schlaraffenland, wie ich es satt habe. Und niemand kann uns helfen. Tja, leider. Keiner Weg mehr. Muss wohl nicht weiter wissen. Dann frage ich am Haus nach Weg. Ja, was gibt's? Euer Gnaden, seine Majestät König von Persipanien wünscht zu wissen, Weg nach Schlaraffenland. Schlaraffenland? Ja, wo früher war Land irgendwo. Ach so. Tja, dahin gibt es keinen Weg, Hoheit. Warum? Das Milchreisgebirge ist leider undurchdringlich. Ich muss in Schlaraffenland. Ich habe gehört, wie wunderbar faul man jetzt dort kann leben. Ich will ihn besitzen. Und deshalb, ich muss heiraten, Prinzessin. Ich glaube, das wird euch nicht gelingen, Hoheit. Ich habe selbst versucht, hinüberzukommen. Leider vergeblich. Lächerlich mit Esel, aber ich habe ein Kamel. Los, Mola! Gib her, Mofu. Los, vorwärts! Die Gelegenheit ist günstig. Vielleicht komme ich mit durch. Nun los, geh! Vorwärts! Okay. Nun los! Schön brav bleiben, Schlups. Wiedersehen! Los, geh schon! Ja, mit Gewalt. Was ist denn da los? Na Kinder, wie ist es euch denn ergangen während der letzten Zeit? Ah, ein Glück, dass ihr da seid, doch. Wir sind in einer scheußlichen Lage und die Kinder hoffen auf euch. Ich will euch gerne helfen. Die Kinder sehen gar nicht gut aus, sie sind viel zu dick.
Wir haben ja jetzt auch Schlaraffenland. Mach mal gleich deinen Mund auf. Du auch? Au, meine Backe. Eure Zähne sehen ja auch nicht gut aus. Von dem vielen süßen Zeug. Ja. Du denkt euch nur, man hat uns sogar die Schule geschlossen. Wegen Krankheit? Nein. Wegen Faulheit. So ein Quatsch. Wir können gar nicht mehr spielen, weil wir so dick sind. Und lernen irgendwie auch nichts mehr. Nicht mal Ton haben wir mehr. Bloß Zahnschmerzen. Und Bauchweh. Ich mache euch alle wieder gesund. Ja. Jeder bekommt zuerst einmal einen Löffel Rizinus. Das hilft immer. Kommt nur her, wer gesund werden will. Ah. Wir möchten es viel lieber wieder so haben wie früher. Ja, wunderbar. Der Nächste? Wir wollen gar kein Schlaraffenland mehr. Upp. Der Nächste? Na komm, na komm. Zuerst war ja das Schlaraffenland ganz schön, aber auf die Dauer ist das nichts. Gut, vielleicht können wir es ändern, wenn wir alle zusammenhalten. Ja. Ich habe schon einen Plan, aber ihr müsst mir alle dabei helfen. Ja, stimmt. Passt mal auf, wie ich mir das denke. Warte, du Bursche, dir werde ich helfen! Bäh! Oh, Verzeihung! Junge, sei doch vorsichtig! Ja, was ist denn hier los? Tja, das ist ja unerhört! Na, wartet, ihr Bande! Hier, seht euch das an! Mir haben sie die Wurst auch weggenommen! Das los, kommt, dann werden sie schon kriegen! Ach, regt euch doch nicht so auf! Die guten Sachen wachsen doch sowieso wieder nach! Na, wie war's? Das hat Spaß gemacht. Ach, waren die wütend. Uns hätten sie beinahe erwischt. Aber ihr seid ihnen ja entwischt. Ihr nehmt das und das. Bald werden wir alle Leckereien ausgetauscht haben. Aber es hat doch gar keinen Zweck. Es wächst ja doch gleich wieder alles nach dem Schlaraffenland. Ach, so ist das also. Tja, dann bleibt uns nichts weiter übrig, als den König zu bitten, das Schlaraffenland wieder abzuschaffen. Ja, das Schlaraffenland soll abgeschafft werden. Wer weiß, ob der König darauf eingehen wird. Vielleicht könnte uns die Prinzessin dabei behilflich sein. Na, ja. Sie ist doch ein sehr vernünftiges Mädchen. Die Prinzessin wird uns helfen. Majestät, der Thron ist gerichtet. Es ist alles zum Empfang eures edlen Gastes bereit. Gut, Schnorr. Ich lasse bitten. Sehr wohl. Seine Majestät, der König von Schlaraffenland, bittet den König von Persipanien einzutreten. Majestät, ich habe die große Ehre, euch um die Hand eurer erlauchten Tochter zu bitten. Euer Antrag überrascht mich, nachdem ihr euch doch vor kurzem noch völlig ablehnend verhalten habt. Ich es mir haben inzwischen überlegt, lieber Kollege. Ich nicht mehr will haben eine reiche Frau, sondern eine junge, hübsche. Die Prinzessin soll kommen. Ihr selbst seid doch aber schon ziemlich alt. Dafür ist der Reich, Majestät. Wie kommt es, dass ihr noch unvermählt seid? Ich habe ihn so lange gewartet, bis wir befinden die schönste von alle Prinzessinnen. Die Prinzessin. Da bin ich, Papa. Mein liebes Kind, der edle König von Persipanien hat soeben um deine Hand angehalten. Aber Papa, das ist doch nicht möglich. Ich will... Hier, ich gleich habe mitgebracht Brautgewand für meine künftige Gemahlin. So wie es ist üblich in mein Land. Was in eurem Lande üblich ist? Seht ihr aber komisch aus, Prinzessin. Das ist mir ganz egal. Ich will euch ja gar nicht heiraten. Majestät, wir können einen reichen Freier dringend brauchen. Kind, der Heiratsantrag ist eine große Ehre für uns. Ach, was Ehre? Er will doch nur das Schlaraffenland haben, dieser habgierige Kerl. Majestät, wir haben alles im Schlaraffenland, nur kein Geld. Und der König von Persipanien ist sehr reich. Ja, 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 ja.
Ich werde eure Werbung mit meinen klugen Ratgebern besprechen. Inzwischen genießt die Freuden des Schlaraffenlandes. Schnorr! Bitte sehr. Geleite den König an unsere Tafel. Gut, gut. Schlaraffenland, sehr gut. So. Die Kinder rufen nach euch, Prinzessin. Ja, ich gehe mal nachschauen. Majestät. Ach, Schnorr. Prinzessin! Prinzessin! Prinzessin, komm bitte runter zu uns. Ja, ja, ich komme. Ruhe! Seid doch mal ruhig! Ruhe! 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 Einer soll reden! Wir wollen gar kein Schlaraffenland mehr haben! Immer ist es schlechter Flassen dabei! Wir können nicht mehr spielen, sogar die Schule macht gar keinen Spaß mehr! Ja, Kinder, da habt ihr vollkommen recht! Ja. Prinzessin, die Kinder wollen es wieder so wie früher haben! Ja, 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 bitte! Bitte helft uns doch dabei! Sprecht mit dem König, Prinzessin! Der König soll es zum Schlaraffenland abschalten! Also, Kinder, ich werde sofort mit Papa sprechen! Ja! Ja, bitte. Seht ihr, Kinder? Die Prinzessin will uns helfen! Ja! Was ist denn eigentlich hier los, Doktor? Ja, die Kinder wollen, dass... Das Schlaraffenland soll abgeschafft werden! Ja. Ein richtiger Aufruhr! Da fahrt ihr die Bande! Lisi, Karlchen, wollt ihr wohl vernünftig sein? Denkt doch nur die vielen Süßigkeiten! Was? Das schöne Schlaraffenland soll verschwinden! Ja. Aber das geht doch nicht! Sollen wir wieder hungern? Aber das ist doch Unvernunft! Mir scheint, dass das gar nicht so unvernünftig ist! Wenn ihr euch weiterhin derart überfüttert, dann werdet ihr bald so krank sein, dass ihr überhaupt nichts mehr essen könnt. Und darum wäre es wirklich das Beste, den König zu bitten, dass er das Schlaraffenland abschafft. Ach, was? Der König wird sich hüten. Das Schlaraffenland bleibt und damit basta. Beruhige dich doch, Kind. Wenn du das ausländische Gewand nicht tragen willst, kannst du dir dein neues selbstgemachtes Kleid anziehen. Aber du hörst doch, wie das Volk ruft. Alle wollen das junge Paar sehen. Also beeil dich. Aber du irrst dich, Papa. Die Kinder wollen kein Schlaraffenland mehr haben. Und ich auch nicht. Bitte, Papa. Mein herrliches Schlaraffenland wollen sie nicht mehr. Das Volk ist dumm. Natürlich bleibt das Schlaraffenland. Und die Prinzessin wird sich mit ihrem zukünftigen Gemahl dem Volke zeigen. Aber ich mag diesen scheußlichen, gefräßigen Kerl nicht heiraten. Er will doch gar nicht mich. Er will doch nur das Schlaraffenland haben. Wie sprichst du denn von dem König von Persipanien? Also geh. Hört ihr nicht, Prinzessin? Der König hat befohlen. Na gut, jetzt weiß ich, was ich zu tun habe. Na bitte, Majestät, es ordnet sich alles bestens. Ach, ich weiß nicht. Du hörst doch, mein Volk will kein Schlaraffenland mehr haben. Was nun? Juli, machst du mir bitte das Kleid zu? Also habt ihr euch doch entschlossen, den König von Persipanien zu heiraten? Oh nein. Warum zieht ihr dann das neue Kleid an? Juli, gib mir bitte eine Schere. Eine Schere? Ja, eine Schere. Wozu braucht ihr denn eine Schere? Das wirst du sehr bald sehen. So, jetzt kann der Tanz beginnen. Astropolex! Ich muss sofort etwas ganz besonders Gutes zaubern. Bitte, bitte rate mir. Jawohl, Majestät. Etwas ganz Besonderes. Majestät! Ja? Ich habe eine großartige Idee. Bitte. Konfektregen. Konfekt. Ihr müsst einen Konfektregen zaubern. Dann wird sich das Volk beruhigen. Das ist wunderbar, mein lieber Schnorr. Das will ich sogleich tun. Bitten unseren König untertänigst, das ungesunde Schlaraffenleben abzuschaffen. Und uns unser Königreich irgendwo wiederzugeben. Ruhe. Schnorr, 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 schnell. Hol dir die Prinzessin und den König von Persipanien. Sofort. Ruhe! Ihr seid sehr undankbar. Ich habe euch dieses herrliche Schlaraffenland geschaffen. Und ihr? Ihr wollt alles kaputt machen. Jawohl! Ihr schreit und randaliert. Aber damit ihr seht, wie gut ich es trotzdem mit euch meine, wünsche ich jetzt einen köstlichen Konfektregen.
Schlaraffenland, Kollege! Ruhe! Ruhe! Der König will zu euch sprechen! Und jetzt gebe ich euch die Verlobung meiner Tochter mit dem König von Persipanien bekannt. Und nun bitte ich euch alle, mit mir einzustimmen in den Ruf. Oh! Das königliche Brautpaar lebe hoch! Hoch! Und dreimal hoch! Hoch! Und dreimal hoch! Aua! Majestät, lasst doch den Konfektregen aufhören! Konfektregen abstellen, Majestät. Was ist los? Ich verstehe nicht. Ihr müsst den Konfektregen abstellen, Majestät. Aber sofort. Maiklopf! Was? Maiklopf ist hier. Der Zauberknopf? Maiklopf! Ich wünsche, dass der Konfektregen sofort aufhört. Und dass das Schlaraffenland verschwindet? Mit all seinen Leckerbissen. Oh, ich bin nicht der Zauber, nicht der Zauber! Mit seinen hässlichen, dicken Beuten. Mit seiner Faulheit und Langeweile. Schlaraffenland kaputt! Prinzessin, gib sofort den Knopf her! Ja. Nein! Und ich, Esel, glaubte immer, der Knopf funktioniert nur an meinem alten, schäbigen Schlafrock. Prinzessin, gib sofort den Knopf her! Den Knopf her! Den Knopf her, Prinzessin! Den Knopf her! Blödes Volk, hier ist nichts mehr zu machen. Nicht Schlaraffenland, nicht mit dummer armen Prinzessin! Muffu, sofort packen! Zurück nach Persipanien, sofort! Könnt ihr nicht einen treuen Diener brauchen, Hoheit? Ich stehe gern zu Diensten. Du bist ein großer Spitzbube, aber so einen ich kann brauchen. Sehr gut. Geh, hilf backen bei Mufu. Ja, Salem. Geh, hilf die Mufu backen. Ich glaube, den Knopf brauchen wir nicht mehr. Oh nein. Er hat mir Unheil angerichtet, als Gutes getan. Also weg damit. Sehr böse sein. Wollt ihr nicht mit mir kommen? Oh, Prinzessin, euer Vater sollte sehr froh sein, dass alles so gekommen ist. Ach, bitte. Wiedersehen. Kind, mein schönes Schlaraffenland, was hast du getan? Und mein Zauberknopf? Majestät, ihr solltet froh sein, dass ihr den Knopf los seid. Und euren schlechten Ratgeber auch. Ihr werdet jetzt unser Land gut und weise regieren. Wollt ihr mir dabei helfen? Ja, bitte ja. Mit allen meinen Kräften, Majestät. Thank you.